Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind wieder mit Sindbad unterwegs, aber wohin wir fahren, was wir mit euch vorhaben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt dran. Assalamu alaikum asdiqai. Ya hala wallah video jdid. Umu makan jdid, amakan jdid. Wa rah nruh nwaddikum ma'ana wa farjikum khalik ma'a ba'd al-intro. Hallo die Lauen. Hallo Sarafika, ich bin mit 120 auf der Autobahn. Mit dem Bahr al-Shimal, inshallah, in der Manazir. Wir haben hier ein paar Kunden und wir haben hier ein paar Kunden. Also, wir werden uns ein paar schöne Tage machen und wir nehmen euch mit. Lasst euch überraschen. Wir melden uns aber nochmal von unterwegs. Also, bis dahin, gute Zeit. So, wir haben jetzt noch knappe 100 Kilometer vor uns, das heißt, wir haben schon ein paar hundert Kilometer hinter uns und ich glaube, jetzt fahre mal ich, jetzt wo wir Pause gemacht haben, Hamudi hat gegessen, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich dran. Computer ist aus. عملنا لنا هيك استراحة خفيفة وأكلنا جاهز على السريع. البطارية فرغت عندي، صلي طول النهار عم ضبضب وسوي واشتغل، والطريق كمان 400 كيلومتر أنا فصلت. هلا صار هي دورة رح تسوق وإن شاء الله بس نوصل بنفرجيهم. Wir melden uns dann aus Bremen wieder zurück, wenn wir hoffentlich einen Platz auf dem Wohnmobilstellplatz bekommen, aber der ist so groß, es sollte eigentlich klappen. Dann zeigen wir euch, wie es funktioniert. Hallo ihr Lieben! Also wir sind jetzt tatsächlich in Bremen angekommen. Wir haben so Viertel nach elf, halb zwölf sowas in dem Dreh. Wir waren jetzt an dem Wohnmobilstellplatz mit über 100 Stellplätzen und die sind rappelvoll. Also keine Chance. Was lernen wir? Nächstes Mal früher fertig sein mit Packen und früher losfahren. Aber wir haben jetzt einen ganz tollen Parkplatz direkt an der Weser gefunden. Zeigen wir euch morgen früh, weil jetzt sind wir müde und gehen schlafen. أصدقائي وصلنا على المنطقة اللي بدنا هي هي مدينة بريمن. رحنا على الكامبينج بلاتس. هذا في أكثر من 100 محل للكارافانات يعني مثل باصنا. بس للأسف فل. لازم نتعلم من درسنا. نمشي بكير ونخلص ضبضبة بكير ونمشي. هلا وقفنا نحن على طرف الطريق. كمان هذا بارك موجود هون على كتف نهر فيزا. فيزا على كتف نهر فيزا. هذا النهر ببنيمن. ان شاء الله بفرجيكم بكرة بعد ثانيتين. بصير عندكم صبح. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. Moin, guten Morgen, Sabajo, hier aus Bremen. Ihr seht, das Wetter ist hervorragend, deswegen fackeln wir nicht lange und nehmen euch mit in die Stadt. يسعد لي صباحكم اصدقائي بيوم جديد مع اشراقة الشمس الحلوة. تعرف امبارح وصلنا متأخرين حطينا راسنا ونمنا. ولا خلينا نستغل هالجو الحلو ونروح المدينة نفرجكم وندوركم على بريمن. Let's go. Let's go.
We were made for each other. Herr Modi, Bremen ist eine Hansestadt. Hast du mal was von der Hanse gehört? Ja. An der Badeschuljani Bel Arabi, aber auf Deutsch war die Hanse ein Zusammenschluss von Kaufleuten. Denn es war ja früher nicht so sicher unterwegs, so auf den Schiffen wegen Piraten und so weiter. Und die wollten ihre Waren im Ausland verkaufen, da haben sie es zusammen gemacht, hatten also mehr Sicherheit und Schutz. Die Farben von der Hanse, typischerweise rot-weiß. Die bekanntesten Städte sind so Hamburg, Bremen, Lübeck, Kiel, Rostock. Und auf den Autokennzeichen musst du mal drauf achten. HB für Hansestadt Bremen, HH für Hansestadt Hamburg, HL, nicht der frühere Supermarkt, nein, Hansestadt Lübeck. Aha. Aiwa. عم تحكي لي دانيال عم تشرح لي انه مدينه بريمن تتسمى مدينه الهانزيه ليش لانه هذا كان مجموعه من التجار جمعوا بعضهم وسووا جروب يعني مشان يحموا بعض بالتجاره طرق التجاره لانه ايامها كان في كثير قطاع طرق حراميه والى اخره وكان يريدوا يبيعوا بضاعتهم لا يعني برا المناطق برا البلد نقول ومشان هيك جمعوا بعضهم وسووا هالجروب وصاروا يحموا بعضهم وتوفقت تجارتهم ضلت المدينة يعني معروفة بالمدينة الهانزية ولحد الآن موجود على نمر السيارات ها بي هانزا شتات بريمن ها ها يعني هامبورغ هانزا هامبورغ هانزا شتات هامبورغ يعني هامبورغ بريمن لوبك روستوك هدول كل مناطق موجودين في ألمانيا راح أحاول أحط لكم إياهم إذا قدرت على الكارتة تبعت الجوجل Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, weshalb wir hier nach Bremen gekommen sind. Denn erinnert ihr euch, wir waren ja in Hanau unter dem Denkmal der Gebrüder Grimm. Und da haben wir euch gesagt, hier beginnt die Deutsche Märchenstraße. Die geht bis fast hinauf ans Meer, nach Bremen. Und hier endet die Deutsche Märchenstraße. أصدقائي بتتذكروا لما حكيناكم فيديو هناو الأخوين كريم تتذكرون هدوك بدوا بداية الطريق القصص الخيالية من هناو وهون بريمن بيكون نهاية الطريق تبع القصص الخيالية وشان هيك هذا كمان كان سبب دافع عنا لنجي ونزور بريمن Wer von euch kennt die Bremer Stadtmusikanten? Denn das ist das Märchen, was wir euch hier erzählen. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn. مين فيكم بيعرف في قصة خيالية للموسيقيين الأربعة اسمها؟ لا الله يعزكم حمار وكلب وقطة وديك هدول أربع حيوانات موجودين حتى كمان تماثيل لهم هون بمدينة بريمن راح نحكي لكم قصتهم لحتى تتعرف عليهم انتو كمان معنا So ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Denkmal von den Bremer Stadtmusikanten und die Leute fassen dem Esel hier gerne mal an die Schnauze, weil sie denken, das bringt Glück und auch an die Füße. Also Hamudi, bitteschön. Damit es nicht regnet. نحن موجودين هلا في بريمن. بريمن شايفين هدول الحيوانات الأربعة اللي حكينا لكم عليهم. أكثر الناس بلمسوهم الأنف والأجرين بيقولوا إنه هاي بجيب لنا الحظ. So, aber jetzt zur Geschichte. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel. Und der Esel war schon etwas älter. Und er konnte nicht mehr so gut diese vollen Säcke voll Korn in die Mühle tragen. Also hat der Mann gedacht, ich bringe ihn um. كان في يوم من الأيام كان في عندنا هذا الحمار موجود عند شخص. الشخص هذا كان يعطل عليه ويحمل عليه كثير من الاكياس والقمح والى ما هنالك اجى يوم من الايام وهذا يعني كبر بالعمر وتعب وما عاد يشيل الاكياس Und der Esel sagte, nee, also schlachten lasse ich mich hier nicht. Und der Esel sagte dann, ich gehe nach Bremen, ich werde Stadtmusikant. سمع يوم من الايام انه صاحبه راح يتخلص منه ويذبحه، بس هذا الحمار يعني خاف من انه يموت وكذا وقرر يهرب باتجاه بريمن. Ja, und da war der Esel unterwegs und lief,
bis er am Wegesrand einen Hund sitzen sah. Und der Hund, der japste nach Luft und atmete so schwer. Und der Esel sagte, Mensch, Hund, was ist denn mit dir los, dass du so schwer atmest? كان طريقه على بريمن يا شباب وال يعني لا بطريقه كلب الله يعزكم شافوا انه تعبان وبسرعه متنفس وهيك هالكان ما فيه حيل فانه ايش في كذا قال له انه انا تعبت ومرضت وصاحبي يعني راضي يتخلص مني فقلت لحالي انه انا بهرب لحالي احسن لي وما لي اي وجهه هلا Ja, und der Hund sagte dann, Mensch, ich bin so alt und mein Herr ist Jäger und er will, dass ich jagen gehe und ich schaffe das alles nicht mehr. Und mein Herrchen wollte mich totschlagen. Und dann sag ich, nee, sterben, nein, ich laufe weg und jetzt weiß ich nicht, wohin. Und der Esel sagte, ach, weißt du was, ich werde Stadtmusikant, ich gehe nach Bremen. Komm doch mit, wir machen Musik zusammen. عرض عليه الحمار قال له انا وضعي نفس وضعك ما اختلف على اي شيء انا كمان تعبت وكبرت ما عاد في قاعد انفع، بس انا كان باتجاه على بريمن بدي اروح اغني او اعزف اي موسيقى ان كان، تعال معي وانت بتعزف على الاله وانا بعزف على الاله وبنعيش سوا. Und die beiden laufen jetzt Richtung Bremen weiter, bis sie dann am Straßenrand eine Katze sitzen sehen. Und die Katze machte so ein trauriges Gesicht und der Esel, Mensch, Katze, was ist denn mit dir los? مشوا باتجاه بريمن يا اصدقائي الحمار وصاحب الكلب كمان وهن بالطريق شافوا لكم هن هيك واقفة على طرف تعبانة هالكانة سألوا يعني ايش فيك ايش السبب ولا قالت له انه انا بعيش مكان تعبت هلكت ما عاد فيني لا اصيد الفيران هاي حالتي صفت اخر شيء Und die Katze erzählte, Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich lebe auf dem Bauernhof, ja, aber guck, ich bin alt. Ich kann keine Mäuse mehr fangen. Und meine Herrin, die ist so sauer, dass ich das nicht mehr alles schaffe. Die will mich ertränken. Stellt euch mal vor. Und der Herr sagt, nee, also sterben möchte ich nicht. Ich laufe weg. Und der Esel macht ihr den Vorschlag, komm mit nach Bremen. Du kennst dich mit Nachtmusik aus. Wir machen zusammen Musik. بعد ما قالت له انه انا هي حالتي كذا وتعبت بالعمر وما عاد في يعني ما عادت افيد اي حدا يعني حتى صاحبي هيك ما عاد افيده على الحكي الفاضي لا كفتش حكي فاضي انت اهل الحيوان الوحيد اللي موسيقى الليل يعني بتطربه موسيقى يعني القطط تنهار بالليل بتعرفوا انه الوضع شلون تعالي معنا على بريمن هو بيعزف على الاله وانا بعزف على الاله وانت اللي بتغني معنا ganz genau und so Die Katze war glücklich, Freunde gefunden zu haben und sie waren nun zu dritt auf dem Weg nach Bremen. Sie liefen und liefen, bis sie einmal an einem Bauernhof vorbeikamen. Da läuft Mischu, da läuft Leute, Sahab, 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 Kaman, Mischu, Tariqa, Mittejah, Bremen, was hallo alle Mazra'a. Ja, und dort auf dem Zaun, auf dem Tor, Zaun irgendwie so, da saß dann der Hahn und er krähte und krähte, kikiriki, kikiriki, als wenn es um sein Leben ginge. Und der Esel, Mensch, Kerle, was schreist du denn so? وصلوا على مزرعة فشافوا هيك جنب الباب ديك واقف هيك على هيك الحاجز تبع المزرعة وعم يصيح بقوة يصيح 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 فانه شافوا انه هذا ايش فقد دماغه خالص ايش فيك ليش هيك عم تصيح Esel, kannst du dir nicht vorstellen, meine Herrin hat am Sonntag Gäste. Und die hat der Köchin allen Ernstes gesagt, sie soll Suppe aus mir kochen. Und da habe ich gesagt, nee, also jetzt nutze ich die Zeit, ich krähe so laut ich kann. Hallo, ich fieg, ليش هيك عم تصيح بكل هالصوت وبكل هي وجعت أدنينة. قال له بدي اصيح افضي كل طاقتي، انا زعلان انا كذا، ليش؟ قال له انه يوم الاحد جايين ضيوف لعند صاحبي صاحب المزرعة وطلب من مرته أنا سمعته أنه أقول له أنه طبخي هذا الديك وقدمي لنا إياه على الغداء فبدي أصيح وأفضي كل طاقتي Aber was für ein Unsinn erzählst du da, sagt der Esel. Nur schreien, das bringt gar nichts. Weißt du, deine Stimme ist so wunderschön. Du wirst um Ende sterben. Ja, wir sind zu dritt. Wir gehen nach Bremen, werden Stadtmusikanten. Und du mit deiner Stimme, du passt prima zu uns. Komm mit. فقال له انه تصيح تصيح اقوى ما عندك ما راح يفيدك بشيء بالاخير راح تموت وراح يذبحوك نحن ثلاثتنا اتفقنا هيك بهدف ما باتجاه بريمن نروح نعمل هيك مجموعه ونغني سوا ونعزف مع بعضنا تعال انت كمان معنا صوتك حلو بتغني معنا وانطلقوا الاربعه باتجاه بريمن Und so waren die vier unterwegs nach Bremen.
Da die vier aber Bremen nicht in einem Tag erreichen konnten, beschlossen sie, im Wald zu übernachten. Sie verteilten sich und der Hahn flog aber bis auf die Spitze von einem Baum hinauf und schaute sich noch einmal um. Und da sah er ein Licht im Wald und das musste doch zu einem Haus gehören. لكن الموسيقيون الأربعة ما قدروا يوصلوا على بريمن بنفس اليوم، فقرروا يعملوا استراحة ويناموا على الطريق. تفرقوا وتوزع كل واحد سطح مكان، بس الدي قرر يطلع لفوق لآخر الشجرة. وينام فوق حاب يتأكد حواليه انه كله تمام وشاف من بعيد ضوء جاي من كوخ هيك صغير بالغابة. Der Hahn erzählte sofort den anderen und sie beschlossen nachzusehen. Und tatsächlich war da ein Haus und der Esel schaute zum Fenster hinein auf einen reich gedeckten Tisch mit so viel Essen und Trinken. Aber es waren noch Räuber um den Tisch und es war die Frage, wie können sie die Räuber nun verjagen? خبر ديك أصدقائه بالفعل عن الضوء اللي شافه وقرروا مع بعضهم انه يروحوا يكتشفوا هذا الضوء. لما راحوا لهنيك شافوا مائدة غنية بالطعام والشراب بس حواليها كان فيه عدد من اللصوص والسؤال كان شلون بدنا نطرد هدول اللصوص من هون. Der Plan war, Musik zu machen. Und so stellte sich der Esel mit seinen Vorderbeinen auf die Fensterbank, der Hund sprang auf seinen Rücken und die Katze kletterte auf den Hund. Der Hahn flog ganz oben auf die Spitze und jetzt machten sie ihre Musik so laut sie konnten und stürzten dabei nach vorne durchs Fenster, das in tausend kleine Stücke zerbrach. وقف الحمار على النافذة نط فوق ظهر الحمار الكلب ونطت القطة فوق ظهر الكلب ونطت الديك على ظهر القطة من فوق وصار يصيحوا ويعيطوا بقوا ما عندهم وهالأثناء انكسرت النافذة ووقعوا لجوا مع هالضجيج وهالصياح كذا خافوا اللصوص وهربوا. Die Räuber erschraken sich so sehr, sie rannten in den Wald hinaus und wurden nie wieder dort gesehen. Die vier Freunde, die haben sich dann noch den Bauch vollgeschlagen und dann haben sie sich überlegt, sie bleiben dort für immer wohnen, weil das Haus so wunderschön war. وبعد ما هربوا اللصوص من البيت ما عاد حدا شافهم ابدا بالمره وهون الشباب عشوا واكلوا واستمتعوا بوقتهم وحطوا راسهم وناموا وحتى قرروا انه يضلوا عايشين بهذا البيت وما يروحوا على بريمن ابدا. Und so endet das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten und für uns wird es langsam Zeit, auch von Bremen Abschied zu nehmen und weiterzufahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet doch in zwei Wochen wieder ein. ولهون كنتهت قصتنا أصدقائي المشاهدين قصة الموسيقيون الأربعة وصار الوقت نفتر عن بريمن ونكمل برحلتنا اللي رح توصل للبحر. إذا حابب تشوف المناظر الحلوة خليك مشترك معي بالقناة وإن شاء الله نلتقي قريبا. أتمنى تضلوا بخير وصحة وسلامة يا أصدقائي. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Yalla Habibi. سلام. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt tatsächlich in Bremen angekommen. Viertel nach zwölf, nein. Moin! Achso, ich muss sagen. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Moin! Herzlich willkommen. Nein, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und wir nehmen euch mit in die Stadt und warten, bis das Auto vorbeigefahren ist. Die Hansestadt Bremen heißt Hansestadt, weil hier eine تتذكر لما صورنا في بتكون نهايته نحن صلمناكم. Wir waren doch in Hanau unter dem Gebrüder Denk Kringmal.